Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 6.8. hier um 9:30 Uhr. Wir haben Donnerstag und die Woche neigt sich natürlich schon wieder mehr und mehr dem Ende. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich hier auch wieder ein interessantes Devisenpaar vor Augen und dabei soll sich heute hier der Fokus auf den Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen richten, der entgegen vieler anderer Yen-Pairs, wie wir unlängst auch im Stream mit dem britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen dargestellt haben oder auch gestern im Devisenradar-Webinar andere Yen-Pairs. Diese streben ja viel mehr nach oben und zeigen starke Performance. US-Dollar-Yen auch mit dem Ausbruch auf neue Mehrjahreshochs unterwegs. Also zumindest die Zielrichtung eingeschlagen. Ganz anders sieht es hier aber bei dem Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen aus, der, und das können wir uns hier mal im Tagesschart anschauen, sich hier durchaus schon schwächer präsentiert. Wir haben hier den großen Spike, das High Movement vom 15.01. Diese unglaubliche Kerze mal ausgelassen, haben wir hier per se einen Aufwärtstrend gehabt. Wohlbemerkt, hier gab es auch schon vor dem 15.01. leichte Schwierigkeiten, diesen Trend zu halten, aber wir gehen mal in die jüngere Zeit zurück und da sehen wir hier, dass im Bereich knapp über 134 sich hier im Juni ein Widerstandslevel aufgebaut hat, eine kleine Top-Bildung wurde hier vollzogen und genau dies führte jetzt im Umkehrschluss bis Mitte Juli fast hier zur Bestätigung dieser Trendlinie, die durchaus als signifikant anzusehen ist. Kleiner Rücklauf, Trendlinie konnte hierbei mit zwei Auflagepunkten eingezeichnet werden und seitdem orientierte sich der Preis dann letztlich doch über diese mittelfristig angelegte Aufwärtstrendlinie und hat auch hier signifikante Widerstandslevel unterschritten und eben hier diese jetzt rot markierte Trendlinie bereits auch schon mehrfach bestätigt, was summa summarum hier den Abwärtstrend, den eingeleiteten Abwärtstrend auch weiter unterstreicht. Und wir sehen jetzt hier die akute Schwäche der letzten Tage und Wochen hier im Tagesschart. Und das deutet jetzt erstmal darauf hin, dass das Währungspaar, wenn wir uns das ganz nüchtern auf diesem Zeitfenster hier knapp 7 Monate mal anschauen, 6, 7 Monate, dann haben wir hier ein Korrekturpotenzial, zunächst kurzfristig bis 125,30 etwa. Diese Unterstützungszone sollte jetzt in jedem Falle als Zielkorridor angesehen werden für die Abwärtsbewegung, die hier mit dem Trendlinienbruch und insbesondere mit Unterschreitung des Tiefs hier vom 8. Juli 127,17 mit Unterschreitung dieses Tiefs wurde hier ein neues Reaktionstief entsprechend ausgebildet. Und jetzt gehen wir nochmal genau an den Tagesschart. Wenn es hier dazu kommt und das glückte vorgestern, gestern und man darf bezweifeln, ob es heute glückt, hier das Level per Tagesschlusspreis zu behaupten. Faktisch geht der Preis nämlich darunter per Tagesschlusspreis. Dann haben wir hier im Prinzip eine prozyklische Aktivierung der Verkaufs- oder des Verkaufsinteresses, was dann hier im Umkehrschluss definitiv weiterfallende Preise begünstigen dürfte. Bis eben 125,30 rund. Auf der Oberseite hier unter Swing Trading Gesichtspunkten wäre ein Ausbruch über 128,60, speziell über 129, dann schon eher erstrebenswert für alle Bullen. Dann wäre es hier durchaus denkbar, dass wir nochmal die 131 sehen, hier eine Rückeroberung der gebrochenen Trendlinie erreichen. Aber das ist, wie gesagt, aktuell nicht das präferierte Szenario. Schauen wir noch mal kurz auf die Saisonalität, was das Szenario hingehend auch unterstreicht. Bei vielen anderen Yen-Pairs, die sich ja sozusagen hier in bullischer Manier präsentieren, hat es natürlich auch eine gewisse Schwäche in Saisonalität im Vorlauf. Also die Saisonalität sieht jetzt nicht unbedingt so bullisch aus. Und wenn wir uns das natürlich bei den anderen Währungspaaren anschauen, dann wirkt der Chart ein Stück weit bullisch, die Saisonalität nicht. Hier haben wir aber einen Gleichlauf, das heißt, der Chart wirkt bärisch, negativ und auch die Saisonalität. Wir sehen nämlich mit Blick auf die kommenden 20 Tage hier eine relativ klare Tendenz und dies begünstigt ohne Zweifel natürlich das zu erwartende Szenario in Richtung weiterfallender Preise. Denken Sie auch an den Euro gegenüber dem japanischen Yen, der hier am 6.8. mit dem heutigen Tag praktisch saisonal eine Schwächephase aufweist bis Anfang September und insofern auch ganz interessant und da muss man mal sehen, ob die jüngsten Ausbruchsversuche, die Rallye-Ambitionen in Sachen Fortsetzung der Aufwertung sich hier auch tatsächlich fortsetzen. Beim Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen ist dies definitiv nicht der Fall. Hier sieht es eher so aus, als würde der Markt weiter zurückfallen wollen. Schauen wir uns jetzt dazu noch mal kurz das Tagesschartgeschehen direkt den Intraday-Chart an. Gehen wir mal hier wieder in den MetaTrader. 15-Minuten-Chart, Schweizer Franken, japanisch Yen.
Und dann haben wir gesehen, dass wir just ein neues Tagestief gemacht haben. Aktuell 46 Pips gelaufen. Asia Range war 29 Pips. Mit dem Ausbruch aus der Asia Range nach unten sind wir jetzt direkt zum Pivot Point gelaufen auf Intraday-Sicht. Was interessant ist, wir haben hier das Vormonatstief und hier das Vorwochentief schon mal hier unterschritten. Wenn es jetzt auch noch unter das Vormonatstief geht und das deutet sich an, dann haben wir hier Potenzial bis in den Bereich des Vortagestiefs, was dann auch der Average True Range entsprechen würde, in dem Bereich 126,84 zurückzufallen. Also hier ist noch einiges an Potenzial gegeben. Vom aktuellen Price Level aus, vom Pivot Point, sind das hier entsprechend 45 Pips, die meines Erachtens auf der Südseite zu favorisieren sind. Auch wenn der Wochentag selber heute, schauen wir uns das gleich auch noch an, der bullischste ist, mit Verlaub Donnerstag. Nicht der Bullish. Mittwoch war gestern 52, Donnerstag leicht negativ mit 49% positiver Schlusspreise. Ist nicht wirklich interessant, signifikant für gewisse klare Tendenzen. Hier sollte es schon mehr so in Richtung 40% gehen oder in Richtung 60%. Das ist dann schon aussagekräftiger. Aber der Tag also praktisch per se neutral mit Blick auf die letzten 12 Wochen. Aber 92 Pips im Schnitt. Average True Range sagt 84. Während der letzten 14 Tage, also hat man insofern hier einen guten Anhaltspunkt. Von den 46 Pips darf man jetzt durchaus nochmal 45 bis 50 Pips draufsetzen, um sozusagen hier den Tagesstart zu haben, um zu sagen, hey, das wäre die Range, die das Währungspaar erreichen kann. Was noch interessanterweise dazu kommt, das sage ich Ihnen jetzt, und zwar haben wir hier auch ein negatives Pattern nach der Fuzzy-Vektorlogik auf Tagesbasis. Sie sehen, 6.8. bärisch, knapp. Oder besser gesagt, 69% Erfüllungsquote, Trefferquote, eine Häufigkeit der Bewegungserscheinungen, die letztlich zu einem bärischen Impuls führten, sind 306. Das ist eine sehr, sehr gute Hausnummer. Und hier sehen wir den typischen Verlauf während der letzten 306 Erscheinungen mit eben einer Trefferquote von 70%. Es führte im Schnitt zu einer Abwärtsbewegung von 0,5%. Das Tagestief wird hier ausgeworfen bei 126,55. Das wäre sogar ein Stück weit tiefer als das, was wir hier aktuell anhand der Average True Range ableiten können. Grundsätzlich aber das Währungspaar hier in einem fallenden Sog, sowohl technisch, sowohl saisonal, als auch heute hier per Fuzzy-Vektorlogik. Also was will man denn eigentlich mehr? Das sieht ganz gut aus. Jetzt muss sich der Preis eben letztlich hier, wenn wir uns das jetzt mal anschauen auf hier dem 15-Minuten-Chart, letztlich muss der Preis jetzt nur noch klar den Pivot-Point unterschreiten. Unterhalb des Vormonatstiefs 127,17 dürfte es dann relativ schnell weitergehen. Und gegebenenfalls, wir sehen auch hier die Support-3-Projektion, geht sogar gemäß der Fuzzy-Logik in Richtung 126,50 nach unten. Das wäre natürlich ein großer, starker Move. Warten wir mal ab, ob das passiert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen erstmal ein Stück weit Einblick liefern zu den heutigen Chancen und auch zu den Chancen der nächsten Tage, Wochen. Das Währungspaar Schweizer Franken gegenüber Japanisch Yen ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich in Bälde wieder zum DAX-Report beim JFD Live Trading TV. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.